Kommt zurück, meine lieben Freunde. Wir sind bei Vollidioten. Der erste ist. Hallo. Mecke. Presse. Nein, ihr habt schon gehört, hier ist der Elias. Und der zweite, der Mecke geschrien hat, war. keine Ahnung, wer das ist. Nicht? Ne, Keine ne. Ahnung. Ne, ne. Ich glaube, Ja, dann. das ist der hervorragende Besitzer des Channels Chaos Farming. Der ist das. Und was noch dazu So. kommt, meine lieben Freunde, einer der Gewinner dieser Challenge. Das ist ganz, ganz wichtig. Einer der Gewinner. Gewinner dieser Challenge. Richtig. Hör mal. Ja, Hast du ich wünsche euch auf was jeden Fall schon mal geraucht? ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt sind wir nämlich, weil wir im Prinzip jetzt ja, die letzte Folge machen für heute, haben wir uns dazu entschlossen, alle in einem Channel zu sein. Die andere Quarktasche, die eben gehört hat, das ist Thomas, das ist auch einer aus unserem Team. Und ja, Thomas, gib Gas. wir dürfen jetzt eigentlich gar keine Hör mal. Informationen mehr preisgeben, weil der Feind hört jetzt zu. Ganz Mi, einfach. mi, mi. Was macht ihr denn gerade? Aber Elias und ich, wir haben ja schon unseren Plan durchgekaut, also ist alles paletti. Wir sind am Arbeiten. Hast du ein Polizeiauto weggestellt? Ja, das steht ganz in der Nähe von euch, glaube ich. Ach so. Ach, Da ist eine Kamera drin, wisst wir haben ihr? keine Sie. Zeit. Wir haben keine Zeit für so Späßchen. Alles, Nur welche alles. Spielchen haben wir keine Zeit? Genau. Richtig. Und Thomas, erzähl mal was von eurem Plan. Ja, lass mal hören, was so los ist bei euch. Wir haben Bei keinen denen ist Plan. doch nichts los. Wir haben keinen Plan. Das ist natürlich auch gut. Da kann ja keiner schief gehen, ne? Der Plan ist immer arbeiten, 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 arbeiten. Ja, das kann nicht sein. Dein Chef arbeitet nicht. So wie die, kennst du die Polen, Polen vom Bau? Ja, Rabotti, Rabotti. Ja, genau. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, aber das kann nicht sein. Mecke ist arbeitet nicht. Der ist eben mit dem Polizeiauto hier spazieren gefahren. Ja. Es gibt solche und solche. Ha. Nee, ja, wie habt ihr, lieben Zuschauer, ihr habt ja schon mitbekommen, was Elias und ich hier vorhaben und das soll auch ein bisschen geheim Leute, bleiben. ihr müsst einfach wissen, wir reißen das Ding, ne? Genau. Das ist kein Problem für uns. Also wir haben auch nur einen Plan. Und der ist ganz simpel. Wir gewinnen. Genau, das ist richtig. Viel größer Also, ist der Plan natürlich. hier. Das Ding holen wir Soll ich uns. euch mal was sagen? Wir haben Plan A, Plan B und Plan C. Alle drei heißen, wir gewinnen. Ja, das ist aber schlecht, wenn wir schon drei Pläne brauchen. Wir Nee, brauchen nur warum der einen. eine? Hallo, wenn der erste nicht abklappt, der zweite und das ist auch gewinnen. Also es gibt Ja, Es gibt wenn der kein. erste nicht. Ja? Nee, ist gut, weiter. Wenn der erste nicht klappt, dann hilft der zweite mit dem Polizeiauto übers Feld fahren. Da kriegen wir bestimmt Naja, ich mache euch Arbeitsverbot den oder so. Laden, nicht Ja, Jungs. genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ihr macht die Aber Laden die dicht. nehmen euch fest und sperren euch Genau. ein. Ja, und dann sehen sie, wie viel wir gearbeitet haben, und dann denken sie, oh, geil, die müssen wir laufen lassen. Bei euch fände ich noch richtige Polizisten. Keine Angst. Nee, brauchen wir nicht. Elias, Ey, ich hast du komme. die Ja, erste. warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich dich mal ganz kurz hochziehen. Yep. Soll ich jetzt Kühe kaufen? Schweine meinst du? Schweine? Ja. Wie viele? 20, 50, oder? Haben wir denn schon so ein Josken-Fass für Wasser und sowas? Nee, Stroh? nein, nein. Ach, Stroh Ja, haben wir auch dann. keins. Scheiße. Aber wir haben Hafer Doch, angesät. Stroh haben wir. Guck mal, im Dings, wir haben Stroh. Wir haben Stroh reingefahren. Ja, haben wir. Genau. Ja, dann brauchst du nur das Josken-Fass. Kauf das noch schnell und dann, ja. Ja, okay. Ja, Christa mit wo ist denn. zurückgeholt? Nee, ne? Wo ist denn hier der Triggerpunkt zum Kaufen? Hinten, hinterm Stall. Weiß ich nicht, 20, 50, sag du. Keine Ahnung. 20, 50? 20. Okay. Ich würde auch nicht viel höher unbedingt als Dings. Also 100 müssen wir Also. schon. Ja, aber du machst halt auch viel Verluste, ne? Also, Ja, die kosten am Anfang Geld, aber die Reproduktion macht dann nachher den Sinn. Dass man die Schweine wieder Also verkauft. ich hatte ja auch schon mal Schweine, aber Ja. also es ist, ich finde den Triggerpunkt nicht. Entweder bin ich zu blöd in irgendeine. Komm mal kurz zu mir, versuch du das mal. Moment. Auf jeden Fall, ich hatte ja auch schon mal Schweine und ich hatte 300 Stück. Und dann habe ich die auf 100 zurückgesetzt, da war das perfekt. Ja, ich Ich meine ja, schätze 100 also mehr Stück als würde ich sagen. 150.
Mehr als 150 würde ich gar nicht gehen. Nee, brauche ich nicht. Jetzt finde ich keinen Trigger, wo ich mich hinstellen kann, wo ich gleich mal zu dir kommen kann. Gibt's das? Vor mir steht ein Fan-Tracker. Ah, jetzt kann ich. Okay. Da bin ich. So. Ja. Trigger. Hier müsste das sein, oder? Nee, nicht. Hier ist auch nicht. Unser Wien, unser Wo, hier. Rückenmensch. Ja, hier. Machen wir denn noch was? Ich weiß es auch nicht. Warte mal, wenn wir mal auf der Karte gehen und dann. Ne, da findest du auch keinen. Hier ist auch keiner, da ist der Mist. Im Stall. Auch keiner. Hier auch nicht. Hm. Das ist ja doof. Wo sollen wir denn Tiere einladen? Dafür können wir über Triggerpunkt kaufen. Ja, schon wieder. Ist ja auch eigentlich. Was sollen denn sonst die zwei Trigger hier? Ich schätze mal, der eine, der muss gehen. Also, oder du musst halt einen Anhänger abliefern, ne? Das wäre ganz neu. Ja, für mich auch. Wo ist denn die Wassermühle hier? Wo kriegen die denn Wasser? Die kann man ja gar nicht drauf fahren. Futter kriegen sie hier drin. Guck mal, warte mal. Wasser kriegen die hier raus, glaube ich. Die kriegst du Wasser, glaube ich, raus oder rein. Weißt hier du? Hier sind ja jede Menge Triggerpunkte. Hier ist Wasser, hier ist Gülle. Jetzt hier vorne. Hier ist Futter, oder? Hier geht gar nichts. Mist. Ey, warum ist denn hier auf dem Boden irgendein schwarze. Sieht aus wie Mist. Beim Verteiler. Ah, das ist Silage. Ja, das ist Silage. Könnt ihr die nicht mal weg? Machen Sie was. Die ist getriggert da drin. Ja, das ist jetzt was blöd. Hasse ich, ja. Müssen wir scheiße, müssen wir echt so ein Ding kaufen oder was? Können wir uns nicht mieten. Ja. Hol eins, wo du 20 Schweine reinpacken kannst, ungefähr fertig. Was? So ein Trigger, so ein Anhänger. Gibt ja keinen mit 20. Gibt ja nur die großen oder die kleinen mit 9. Da müssen wir jetzt zweimal fahren. Ja, mehr ist es. Aber ich tue mal weiter schaffen hier. Dinge. Was sollen wir jetzt machen? Ja, dann holt den Wagen Joskin und dann, nicht den Joskin, den Dingsbumser. Kannst du das Schweinefutter dann irgendwo abkippen? Ja. Aber warum? Ja, dann den Schweine-Dingsbumswagen, den neuen Schwein und dann Vieh holen. Ich brauche ja nicht den Joskin, oder brauchst du denn gerade einen Anhänger? Sonst sind wir doch erst ein Fliegel. Nee, ich meine, für die Schweine holen zu fahren. Das ja, aber willst du nicht gerade irgendwas mit abgeben? Nein, ich sagte jetzt für die Schweine holen zu fahren, brauchen wir einen Anhänger dann. Ja, das ist mir bewusst. Das habe ich jetzt gemeint. Achso, ich hab verstanden, wir sollen den Josken irgendwie, keine Ahnung. Nee, das Schweinefutter abgeben geht aber irgendwo, oder? Ja, das funktioniert. Gut. Gut, das habe ich gemeint, der will abgeben. So, dann müssen wir doch uns einen Tieranhänger holen. Ja, das würde ich dann kaufen direkt, sonst. Was kostet der Spaß denn? Ja, Anhänger, wo sind die denn? Hallo? Bei Tier. Tierbedarf. Hier, Tierhaltung. Wieder bin ich blind oder blind? Tiertransport. Ja. Und die in der Behinderung wurde. Soll ich ihn kaufen für 24.000? Dann müssen wir ja. Oder mieten für 1.244. Probier da mal zuerst, nicht, damit wir den gemietet haben und geht gar nicht. Genau, miete mal zuerst, damit wir in Gang kommen hier. Alter, die Silage, wie schnell die weggeht hier raus. Ja, da gehen nur. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel da reingeht. Auf jeden Fall sehr wenig. Okay. Soll ich weiter dreschen, ja, ne? Ja, willst du nebenbei die Silage auffüllen? Gucken, wie ich das machen soll.
Ich wäre schon froh, wenn ich mich ins Gedräsch bekomme. Das ist jetzt doof. Ach, ich hab gar keine. Sie waren gefällt. Oh Mann. Das gehört uns hier gar nicht. So, hallo? Ja. Wieder bin ich wieder. Achso, sollen wir nochmal runter zu ihm gehen oder was? In seinen Channel oder wie? User left your channel. Da zieh mich doch mit. Da hat er mich nicht mitgezogen. Da läuft. Jo, da sind wir wieder. Ja, der Trigger, geht gar nicht. Der Trigger geht nicht, der ist doch scheiße. Was für ein Trigger? Ey, du kannst dich normalerweise beim Schweinestall kannst dich draufstellen und kaufst einfach von da Schweine. Ja. Wir spielen hier im Duell und nicht bei Chefin kauft dir was. Ja, aber was ist das denn für Müll? Was ist das denn für ein Scheiß? Hat hier keinen Klemme. Vom Trigger, du hast ja Verlust da. Wie viel habt ihr denn jetzt gekauft? Ja, noch gar keine. 620 Stück. Wie viel wollt ihr euch kaufen? 620 Stück. Ja. Wir passen noch gar nicht in euren Stall. Du laberst, Digga, was du laberst. Ja, aber wer, scheiße ist das wer dumme Fragen stellt, kriegt doch dumme Antworten, sagt immer, ne? Aber das ist doch Müll, dass das nicht funktioniert. Ich mal was sagen. Ja, Bauer dieser Map kann ich ruhig mal bei mir melden. Ja. Was ja? So, welche Löcher in die, Ich hab gedacht, du hättest die gebaut. Nee. Ja, du hast gerade ja gesagt. Ich hab gesagt, der Bauer dieser Map kann ich gerne bei mir melden, hast du ja gesagt. Alter, der Viehhändler ist ja, der ist ja am Habt ihr euch jetzt einen Viehtrack gekauft, oder? Echt? Wissen wir ja. Nur gemietet. Habt ihr noch ein Gerät gemietet? Ihr dürft eins. Nee, wir haben nur eins. Kannst ruhig gucken. Wir haben nur eins gemietet. Nee, keine Zeit ist. Jetzt aber voll, mal keine Zeit eben noch. Voll mit am Business hustlen, ja. Naja. Sorry, aber. Business hustlen. Ich halte es nicht aus. Am Business. Glaubst du ja wohl selber nicht. Wie sieht's mit Raphael in seinem Business aus? Wieder Connecting Lost oder wie? Warum? Der ist OPREC. Ja, die Stimme, der wird doch die Mods runterladen. Ja. Das sollte bei ihm ja fast 50 Minuten dauern oder sowas. Grüße gehen raus an die Telekom. Ja. Ehrenmänner. Gott sei Dank sind wir nicht mehr bei der Regel. Der letzte Clan ist dann echt. Also sorry, aber Telekom, schon peinlich, nur mal so zur Info an euch. Ihr könnt übers Telefonkabel, wo Neckar kommen, 35k laufen lassen kann, könnt ihr nur 3 oder 6, irgendwas oder 3, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Neckarcom schafft 35k, ist schon mitkriegt. Aber ich muss mit meinem Clan auch noch ins Gericht gehen. Wenn ich noch öfter irgendwie aus unerklärlichen Gründen aus dem Spiel rausflippe, weil das Internet für ein paar Sekunden meint, ich gehe mal gerade kurz weg, dann ist bei 1 in 1 auch die Karte, die ist die Sache auch schon gehalten. Dann warum bist du jetzt bei 1 und 1 oder was? Ja, schon lange, ich bin auf zufrieden da, aber dann versteht das nicht. Und immer nur eine Bruchteil von Sekunden bin ich raus. Bei uns liegt ein Glasfaserkabel in der Straße, das kommt jetzt bald ja auch zu uns. Ja, wir haben ja auch genannt mal ein Glasfaser. Ich bin ja zufrieden mit den, das läuft ja mit der Leitung, die ich habe. Aber wie kann das denn sein, dass ganz kurz für einen Bruchteil von einer Sekunde Internet weg und schon bist du raus? Ja, dann auch. Ja, es connectet ja dann gleich wieder. Ja, das nützt ja aber nichts. Ja, aber du kannst ja nicht mitten im Game da auf dem Server. Ich bin ja trotzdem vom Multiplay weg. Ich liege ja vom Spiel. Das ist doch scheiße. Ja. Und für so aufstrebende YouTuber wie wir es sind, ist das geht nicht. Das ist Business, geht nicht. Da müssen die Herren, die von der Telekom und 1&1 schon mal ein bisschen was einfallen lassen, ne? Ja, sollen wir ein paar hundert Euro zuschicken dann? Ja. Ich würde auch sagen, dass wir dem mal eine Mängel Rüge schicken. Ja, aber ganz sicher. Wird zu viel Geld verloren. Ich glaube, wir sind nicht die Ersten. Aber vor allen Dingen, die ist ja schon, die läuft ja schon, die Menge, die wir hier haben wir schon. Also nochmal zum Mitschreiben, das ist jetzt keine Werbung für Telekom oder für 1&1, das war jetzt eine Rüge. Und Leute, wisst ihr, was eine Rüge ist?
Oder sollen wir es noch ruhig erklären? Ja, ich denke mal, das wissen wir. Noch eher nicht. Gut, meine lieben Freunde, das war's auch mal wieder bei der Folge. Sind wir schon wieder durch? Schaut beim Rainer vorbei, schaut beim Elias vorbei, schaut bei mir vorbei natürlich. Und auf Facebook. Schaut bei unserem Facebook-Kanal vorbei. Ja, genau. Auf Teamspeak. So, das ist eigentlich eine Gruppe, da müsst ihr dann beitreten, das wäre sehr nett von euch. Ihr seht ja auch immer die neuesten Dinge. Kommt beim Teamspeak vorbei. Wir reden mit allen, die hierher kommen. Genau. Also wenn ihr die neuen Berühmten von YouTube hören wollt, dann kommt einfach vorbei. Genau, die neuen drei Berühmten. Die drei vom Farm. Dick und doof. Die haben wir noch gesagt gehabt, vom echten Lampu. Genau. Aber das ist ein anderes Projekt, bitte. Das kommt noch. Lasst euch überraschen. Das ist schon. Es kommt, wie es kommt. Auf jeden Fall, Leute, denkt an uns. Alles abonnieren, überall Däumchen hoch und Kommentare und quatscht uns voll und macht, was ihr wollt. Und auf jeden Fall schaut bei der nächsten Folge vorbei. Ich sag mal, bis dann, haut rein. Tschüss.